Eberle Dietmar, Mitbegründer von Baumschlager Eberle und Lehrer an vielen Architekturhochschulen dieser Welt. Mein Name ist Christine Müller. Ich habe Kunstgeschichte studiert mit dem Schwerpunkt Architekturgeschichte und arbeite nun als freie Architekturpublizistin. Beginnen wir mit einer ganz grundsätzlichen Frage. Wie definierst du einen guten Architekten? Ein guter Architekt ist jemand, der für seine Ziele, Wertvorstellungen und Haltungen kämpft und sich auf dem Stand des technischen Wissens seiner Zeit befindet und gleichzeitig dazu in der Lage ist, all dieses komplexe Wissen in eine Form zu geben, die der speziellen Situation entspricht. Das heißt, es geht um ein guter Architekt hat zwei wichtige Rahmenbedingungen. Einerseits muss er die Fähigkeit besitzen, Form zu generieren, aber andererseits auf einem entsprechend hohen Niveau des Wissens. Was hat dich bewogen, Architektur zu studieren? Und welche Erwartungen hattest du an den Beruf? Sind die eingetroffen? Haben sich die erfüllt? Was mich bewogen hat, Architektur zu studieren, waren zwei ganz einfache Erlebnisse. Als Kind habe ich an mir, das habe ich dann aber erst rückwirkend festgestellt, beobachtet, dass ich eine große Leidenschaft dafür hatte, Dinge, wenn sie entstehen, zu beobachten. Und es ging, auch wenn nur ein Telefonmast aufgestellt wurde, war das für mich etwas, was ich stundenlang mir anschauen konnte und mich fast das fasziniert, etwas zu produzieren. Also etwas mit dem, was man tut, etwas zu machen, was man anschließend sieht. Das ist mir erst viel später klar geworden, dass das emotional so wichtig ist. Und als ich angefangen habe zu studieren, ging es mir zuerst einmal darum, die Welt zu verstehen, aber aufgrund dieses Verstehens auch sie zu verändern. Und das war meine Motivation, Architektur zu studieren. Ich war mir auch am Anfang nicht sicher, ob ich Architektur oder Soziologie oder Philosophie studieren sollte und habe deswegen alles begonnen und habe mich dann aber nach ungefähr einem Jahr dazu entschieden, mich auf Architektur zu konzentrieren. Erwartungshaltungen hatte ich zu dem Beruf gar keine, weil, um es ganz einfach zu sagen, ich habe nicht gewusst, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Ich stamme aus dem Bregenzer Wald, also nicht weit von hier, und da gab es keine Architekten. Hat man nicht gebraucht. Also ich habe nicht gewusst, was das Berufsbild eines Architekten überhaupt sein wird. Mir ging es mehr darum, dieses Gefühl zu entwickeln, sozusagen etwas zu machen, was sozusagen einen Beitrag dazu leistet, dass etwas entsteht, das lange hält, das sozusagen auch einen Beitrag leistet zu dem Ort, an dem es ist und mit dem man die Welt ein wenig verändern kann. Das hat mich interessiert. Dass es einen Beruf gibt, der das macht, habe ich nicht gewusst. Sind wir eh schon im Thema der nächsten Frage? Wir leben in herausfordernden Zeiten, kann man sagen. Ukraine-Krieg, Klimakrise, Klimaveränderungen, mögliche Immigrationswellen, die uns eben aus diesen Gründen auch heimsuchen werden. Du arbeitest als Architekt in diesen herausfordernden Zeiten. Worin siehst du in dieser aktuellen Situation eigentlich die Verantwortung und die Möglichkeiten des Architekten? Also, ich würde so sagen, die Möglichkeiten des Architekten sind in Relation zu den unterschiedlichen Krisen unterschiedlich viel beizutragen. Wenn es um die klimatische Krise geht und um CO2-Futter, wissen Sie, da fühle ich mich jetzt etwas
Mit dem Thema beschäftige ich mich seit 40 Jahren, von dem ersten Gebäude bis heute. Insofern glaube ich, dass wir ein gewisses Wissen haben, um das dazu beitragen zu können. Aber es ist für mich jetzt nicht aktuell. Also es ist wirklich latent. Sagen wir so, die Aktualität entsteht, dass sogar gewisse Entscheidungsträger davon gehört haben mittlerweile, oder? Aber die Krise ist natürlich viel älter und ist viel offensichtlicher und die ist viel latenter. Und ich habe jetzt in letzter Zeit doch von sehr vernünftigen Politikern eines gehört, was sie gesagt haben, dass natürlich der wichtigste Beitrag, den wir zur Bewältigung dieser aktuellen Krisen leisten können, ist zu erkennen, wie wir mit weniger Aufwand eine höhere Lebensqualität erreichen können. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Energieverbrauch, sondern auf Ressourcenverbrauch etc. Und das, wie soll ich sagen, ist jetzt eine Haltung, die ich seit 30 Jahren mit mir trage. Wie können wir aus dem wenigen, was uns zur Verfügung steht, das Maximum an Nutzwert für den Betroffenen, für den Nutzer überhaupt generieren? Und jetzt könnte man über viele einzelne Teile diskutieren, das will ich jetzt aber gar nicht. Aber ich glaube, dass das, wie soll ich sagen, wenn Sie mich fragen, warum mein Büro so international geworden ist, glaube ich, weil wir uns mit der Frage unendlich lange beschäftigen und weil das in vielen Orten verstanden wird. Das ist der Beitrag, den wir leisten können, den vielleicht viel regionalere Büros nicht leisten können oder weil sie weniger wissen darüber. Aber es geht, und das glaube ich, ist ein Beitrag zur sozialen Frage, zur ökologischen Frage, es geht um die ganz einfache Frage, wie kann ich aus dem Wenigen, was mir zur Verfügung steht, ein Maximum an Nutzwert für die unterschiedlichen Bereiche erreichen? Es wurde schon kurz angesprochen, du hast es angesprochen, die CO2-Emissionen. Wir haben ja, ich meine, wir haben lange Versäumnisse. Wir reden seit ganz, ganz vielen Zeiten, seit dem Club of Rome und so, von solchen Thematiken. Aber passieren tut eigentlich sehr wenig. Wie wollen wir das bis 2050 überhaupt schaffen, Null Emissionen zu erreichen? Wissen Sie, ich bin jetzt, also zwei Sachen. Erstens, wie Sie richtig sagen, wir haben ja eine europäische Erfahrung, die ganz vergleichbar ist mit der jetzigen Erfahrung, dass uns gewisse Dinge einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Das war der erste Ölpreisschock in den 70er Jahren, 72, 73. Und wir waren überrascht, dass wir erstens damit zurechtgekommen sind, zwar unter gewissen Umständen, die nicht so lustig, also die für Jugendliche wie mich waren die lustig, aber für viele andere Leute waren sie sicher nicht. Und wenn man 10 Jahre vorher gefragt hätte, können Sie sich das vorstellen, dass Sie am Sonntag oder am Morgen nicht Auto fahren oder dass Sie nur jeden zwei... Da gab es alternative Tage, an denen man das Auto benutzen müsste. Zum Beispiel, das war eines dieser Dinge. Also, hätte jeder gesagt, unvorstellbar. Und deswegen glaube ich, dass wenn es notwendig ist, also das ist nur eins dieser Beispiele, ich könnte andere sagen, dass vielleicht auch mit jetzt noch nicht klar definierten Antworten, dass wir dazu in der Lage sind, viel größere Veränderungen zu meistern, als wir uns. Also deswegen bin ich da gar nicht beunruhigt, sondern eher optimistisch. Das Zweite ist, oder wie wir mit uns, wie wir mit gewissen Gebäuden, die wir selbst machen, beweisen, dass es eigentlich ganz einfach ist. Also nicht so ganz einfach, man braucht ein gewisses Wissen, aber dass man mit einem viel niedrigeren Ressourcenaufwand ein viel höheres Maß an Komfort liefern kann, an Qualität liefern kann. Dass auch dieses Wissen sozusagen wird beschleunigt durch die Zeit, in der wir uns befinden. Und das Dritte, und betrachten Sie das nicht als despektierlich, wissen Sie, auch die Klimamodelle, die wir heute verwenden,
die sind zwar breit abgesegnet und sozusagen tragen einer großen Zustimmung der wissenschaftlichen Welt, hinter denen steht eine große Zustimmung der Wissenschaft, aber eins wissen wir in der Wissenschaft auch ganz genau. Das, was wir voraussagen, stimmt nie. Das Einzige, was nicht eintreffen wird. Ich halte das aber jetzt keine, das kann viel schlimmer sein. Es kann aber auch viel harmloser sein. Und insofern leben wir einfach in einer spannenden Zeit mit großen Herausforderungen. Und das ist das, was mich so an Architektur immer interessiert hat, einfach einen Beitrag zu leisten zur Veränderung dieser Welt. Insofern, die Welt verlangt diese Veränderung, also liefern wir unseren Beitrag. Ihren Beitrag liefern Sie ja über die kluge Klimaarchitektur, über emissionsarme Gebäude, Bürohaus 22, 26 ist ein Beispiel. Mittlerweile gibt es auch ein Wohnhaus, das diese Systeme, ist das jetzt auch im Weiteren denkbar, ist es leistbar? Kann man sich vorstellen, dass das auch im großen Stil... Nein, die Dinge werden billiger. Ja. Ich halte, wir können nicht über Architektur der Zukunft und so, ich habe das nie gekonnt, über Architektur zu diskutieren, ohne deren soziale Implikation. Und diese soziale Implikation ist zuerst einmal das Einkommen der Leute. Also wir müssen uns bewegen in den Einkommensmöglichkeiten, was jemand zahlen kann. Also insofern habe ich ein Leben lang mich damit beschäftigt, also das klingt alles so, aber ich habe auf jeden Fall mir immer die Frage gestellt, was ist die Relation zwischen den eingesetzten Mitteln, die sich am Ende natürlich auch in Geld ausdrücken lassen, und dem Nutzwert, also der sich auch in Geld ausdrücken lässt. Deswegen habe ich auch so viele Wohnungen und solche Sachen gebaut, weil die einfach immer dieses Verhältnis optimieren. Das ist eine Haltung, die ich halt aus meiner Kindheit habe, die so in Schopenhau, wo ich da aufgewachsen bin, wenn sie diese arme Gegenden, waren jahrhundertelang ganz arme Gegenden. Und das ist etwas, was ich dort gelernt habe, also auch an diesen anonymen Gebäuden, von denen ich vorher gesprochen habe, dass die unendlich kultiviert sind, aber nicht aus Gründen des Reichtums, sondern aus einem ganz einfachen Grund, weil man mit dem wenigen, was man hatte, extrem sorgfältig und intelligent umgehen musste, um dadurch einen höheren Nutzwert zu erzielen. Hat man jetzt schon das Gefühl, dass Immobilieninvestoren, Immobilienunternehmen eher selbst an ihren Profit als an das, was wir jetzt gerade angesprochen denken, oder? Das heißt, es ist schon eine Schwierigkeit, die mit ins Boot zu holen, oder ist das kein Problem? Nochmal, sehe ich. Also erstens ist so, unsere Wirtschaft funktioniert über Gewinne. Oder wenn man die nicht macht, wird es ganz schwierig. Insofern habe ich überhaupt nichts gegen Gewinne. Die Frage ist, was noch ein anständiger Gewinn ist, oder? Also wie weit geht das? Oder? Das ist das Erste. Das Zweite ist, also natürlich, es gibt wie bei überall, auch in der öffentlichen Verwaltung, es gibt Leute, die sich anständig und seriös verhalten, und es gibt welche, die das nicht tun. Das tut mir wahnsinnig leid. Und dann muss man halt auch als Architekt sagen, nein, danke. Also das ist ganz einfach. Also das ist relativ einfach. Das ist auch der Grund, sage ich mal so ganz höflich, warum ich mich ein Leben lang geweigert habe, allzu repräsentative oder allzu, selbstdarstellerische Dinge zu machen. Das kann ich nicht. Und ich will es auch gar nicht. Ich will es überhaupt nicht. Das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen. Also insofern, verstehen Sie mir, natürlich ist die Versuchung groß, das verstehe ich alles, aber es ist eine Frage der persönlichen Wertvorstellung, ob man das machen will oder nicht. Oder? Und das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen. Im Zusammenhang mit der klugen Klimaarchitektur, ich habe es gelesen in meiner Vorbereitung von unserem Interview, da ging es auch um den Einsatz elementarer Mittel der Baukunst. Was muss man sich dauernd vorstellen? Also wenn wir uns jetzt... Okay, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist besonders nachhaltig?
dann spielt die Frage, wie lange hält etwas? Wie lange wird es von Leuten akzeptiert? Wie lange wird es wertgeschätzt? Eine ganz entscheidende Rolle. Und ich habe an der ETH mehrere Forschungsprojekte über die Lebensdauer von Gebäuden machen lassen. Es hat mich interessiert, was macht ein Gebäude alt und warum wird ein anderes abgerissen? Und dann, das ist aber nur die Kurzfassung jetzt, sind wir draufgekommen, dass Gebäude, die eine entsprechend hohe architektonische Qualität haben, werden älter als solche, die das nicht haben. Es ist so banal. Also insofern, wenn wir zur grauen Energie etwas beitragen wollen, ist die einfachste, effektivste Methode, die Lebensdauer unserer Gebäude zu verlängern. Wenn wir aber die Lebensdauer der Gebäude verlängern wollen, müssen wir sie auf einem entsprechend hohen architektonisch-kulturellen Niveau machen. Das heißt, unsere Kernaufgabe, also sozusagen führt uns, als unsere Kernkompetenz, sozusagen führt zu dieser Idee der Nachhaltigkeit im Bereich der grauen Energie. Und das ist auch etwas, was mich heute oft etwas frustriert. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele begrünte Fassaden ich kenne, die man längst wieder abgeräumt hat. Weil sie einfach keinen Sinn machen unter gewissen Voraussetzungen. Oder ich könnte Ihnen andere Beispiele sagen. Oder anderes Beispiel, was ich auch nicht sagen darf. Oder? Das ist zwar nett, dass wir jetzt Holzhäuser aus Holzleimbindung machen, aber das sind in Wirklichkeit Sondermülldeponien. Es tut mir leid, das Ding ist nicht einmal entsorgbar. Ich kann es nicht ändern. Ob wir jetzt sozusagen die Klimakrise dadurch lösen, dass wir den Wäldern CO2 absorbierendes Holz entnehmen, was eine Verschlechterung ist, und anschließend es verarbeiten zu Sondermüll, von dem wir nicht wissen, wie wir ihn entsorgen sollen. Ich weiß nicht, ob das so zukunftsfähige Lösungsbeiträge sind. Ich habe 10 Jahre lang, die ersten 10 Jahre meines Lebens nur in Holz gebaut, aber ich war ziemlich zufrieden damit, dass es Massivholz war, ausschließlich Massivholz. Und ich sehe das heute auch etwas kritischer. Und ich erlebe gerade, wie jede Menge Ökologen und Forstwachleute etc. sozusagen davor warnen, den Wald oder das Holz als Ressource zu begreifen, die man beliebig verwenden kann. Ja, ich habe gelesen jetzt, ich glaube, in Österreich zumindest ist 80% des Waldes bereits geschlägert oder in Benutzung. Also wir sind auf einem bewirtschaftet. Oder und ich sage es einmal so ganz einfach: Wir wissen ja, dass der Wald eine der wesentlichen CO2-Speicher ist. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es gibt es gibt etliche interessante Forschungen, die eigentlich die Absorption von CO2 dadurch lösen wollen, dass sie aufforsten. Aber solange wir anfangen, den Wald zu schlägern und Nutzholz, wir machen das genaue Gegenteil. Ich glaube, Nutzholz braucht, 70 Jahre, bis ein Baum wieder die Dimension hat. Das ist zwar nett, aber wissen Sie, wir machen aus dem, also erstens ist so, die Frage ist, ob wir 70 Jahre Zeit haben. Also die Rettung der Welt mit Aufforstung, die rechnerisch funktioniert aus einem ganz einfachen Grund nicht. Weil das ungefähr 100 Jahre dauern würde. Aber so viel Zeit geben wir uns im Moment selber nicht. Also auch die 70 Jahre geben wir uns im Moment nicht. Oder? Aber ich will jetzt gar nicht gegen Holzbau reden, das ist alles wunderbar. Aber wissen Sie, das ist so für mich so ähnlich glaubwürdig, wie wir die Welt vor 20 Jahren damit gerettet haben, dass wir alle Häuser mit Styropor zugeklebt haben, oder? Also mittlerweile begreifen wir, dass das seine Grenzen hat, oder? Und so ähnlich sehe ich das auch. Aber das sind so Randthemen, die gar nicht so wichtig sind, oder? Ein Punkt in diesem ganzen System des Gebäudes oder des funktionierenden, energieeffizienten, teilweise sehr hochtechnologisierten Gebäudes ist ja auch der Mensch, der Nutzer, der bereit sein muss, hier mitzuspielen. Ja, aber ich glaube, zumindest das ist das, was ich erlebe,
mit den großen Investoren, Gebäudebestandsbesitzern, Betreibern, die leiden alle, alle. Erstens sind die Kosten viel zu hoch für diese Gebäudetechniken, weniger durch den Energieverbrauch, aber viel mehr durch den notwendigen Unterhalt und die Wartung und die beschränkte Lebensdauer. Oder Sie wissen, dass das was in den Wohn- und in den Immobilienkosten am stärksten gewachsen ist, sind die Betriebskosten. Und ich halte das nicht für zukunftsfähig. Speziell auch deswegen nicht, weil ich auch wieder einmal nicht daran glaube, dass wir mit Technologien, die eine Halbwertszeit haben von 10 bis 15 Jahren, das Klima tatsächlich verändern. Glaube ich nicht. Es geht immer wieder darum, das zu verwenden, was man hat. In Wirklichkeit, was haben Sie immer Gebäude? Immer. Sie haben die Sonne, Sie haben die Luft, Sie haben Wind und vor allen Dingen, Sie haben die Menschen. Die Menschen sind der Schlüssel. Und eigentlich geht es ja bei so einem Gebäude immer nur darum, Bedingungen zu schaffen für Menschen. Und jetzt ist es so, deswegen reagieren in unserem Verständnis die Gebäude nicht auf die Außentemperatur, sondern sie reagieren zu 100% nur auf das, welche Spuren und Phänomene der Mensch im Gebäude hinterlässt. Und der Mensch hinterlässt zuerst einmal physikalisch gesehen vier wesentliche Elemente. Erstens, er verpestet die Luft. Er atmet Sauerstoff ein, atmet CO2. Er verpestet einfach die Luft. Zweitens, er hinterlässt Temperatur. Sie wissen, dass wir alle Heizkörper sind, circa 100 Watt oder irgendwas in der Größe, ist nicht so tragisch. Das Dritte ist, wir verlieren Feuchtigkeit. Wir tragen, also das kann es auch nicht ändern, das macht jeder von uns. Und das Vierte ist, wir bewegen uns und sozusagen brauchen Unterschiede. Und das überhaupt zu verstehen, wie diese Dinge zusammenhängen und welches Phänomen zu welchen Notwendigkeiten führt. Das ist das, was wir machen heute mit der Technik, also mit Sensoren und mit Software. Das heißt, wir verändern die Rahmenbedingungen. Nicht das Haus schafft Rahmenbedingungen, sondern der Mensch schafft die Rahmenbedingungen und das Haus reagiert auf den Menschen und nicht umgekehrt. Und das ist zwar ein gedanklich schwieriges Experiment, weil wir ja alle sonst, wenn wir über Gebäude und so, immer über Technik reden, aber ich sage, das ist gar nicht interessant. Wir müssen zuerst über die Menschen reden und überlegen und in den Griff kriegen, was sind die Spuren, die der Mensch im Gebäude hinterlässt, und dann werden wir sehen, dass wir gar nicht so viel tun müssen. Damit die Menschen sich darin noch wohlfühlen. Im Gegenteil, ich tue mir wahnsinnig leid, die Menschen fühlen sich viel wohler, weil sie, ist aus ganz einfachen Gründen, erstens, weil sie ständig viel höhere Qualität an frischer Luft haben, also an CO2-Werten in der Luft. Zweitens ist auch relativ einfach, weil sie keine Zugerscheinungen und keine Staubbelastungen, keine Turbulenzen, keine Luftbewegungen, weil sie das alles gar nicht haben. Und das Dritte ist auch relativ einfach, wissen Sie, über Temperatur, das ist einfach. Je näher die Oberflächentemperaturen der Umgebung an dem sind, wo Sie sich wohlfühlen, umso wohler fühlen Sie sich. Also das heißt, dass die ganze Energieübertragung ausschließlich Strahlungswärme ist. Aber das das ist das Phänomen der Sonne und bei uns im Alpenland vom Kachelofen. Es geht, Strahlungswärme ist immer angenehmer als jegliche Art von Konvektion. Also insofern, wenn Sie den Leuten was Gutes tun wollen, entfernen Sie die Lüftungsanlagen. Das ist ganz einfach. Tageslicht spielt welche Rolle bei dieser ganzen... Tageslicht ist eine Schlüsselrolle, weil, wenn es wieder darum geht, möglichst wenig zu machen, ist ja eins der einfachsten Sachen, dass Sie zuerst einmal das Tageslicht verwenden. Kann man in dem Zusammenhang jetzt sagen, welche Fehler wir aus der Vergangenheit vermeiden sollten in Zukunft oder welche wir... Man muss immer eines wissen, die Art der Nutzung im Gebäude ist maximal eine Generation. Das sind 20, 25 Jahre. Aber das Gebäude,
sollte eine Lebensdauer haben, die viel darüber hinausgeht. Und das heißt, wenn Sie aber jetzt diese Nutzung sozusagen ganz stark materialisieren, können Sie es nicht mehr umnutzen. Und diese ganzen Sanierungsprojekte von alten Siedlungsgebäuden etc. scheitern ja im Normalfall nicht aus technischen Gründen. Technisch kann man fast alles machen, wenn man will, sondern aus Gründen, weil die Nutzungen sich verändert haben. Und ich frage Sie immer etwas zynisch, wollen Sie denn wirklich so leben wie Ihre Eltern? Nein, auch die nächste Generation hat die Freiheit, selbst zu bestimmen, wie sie leben will, und ist nicht darauf wir sollen sie nicht dazu zwingen, dass sie sozusagen das, was wir für richtig gefunden haben, dass sie das weiterleben oder so. Und insofern geht es mir, wenn ich baue, immer auch um Freiheit zu schaffen. Also nicht zu bestimmen, wie sich jemand verhalten soll, sondern das genaue Gegenteil zu machen, ihm Möglichkeit zu geben, sich selbst zu bestimmen. Also Selbstbestimmung ist so einer dieser jugendlichen, alten Wertvorstellungen, die mein Denken sehr stark prägt. Das wäre jetzt eine Frage gewesen, dass Menschen nach dem menschengerechten Bauen, ich denke, das beantwortet das schon vorweg, oder? Ja, es ist so. Selbstbestimmung. Freiheit und Selbstbestimmung. Das also ist nicht Fremdbestimmung, sondern Selbstbestimmung. Noch einmal zurück zur Energieproblematik, die sich jetzt durch den Krieg ja eigentlich so ganz aktiv in unser Leben mischt und verstärkt. Also, und auch die Dringlichkeit uns zutage tritt, ja. Oder zutage tritt, dass wir alternative Konzepte eigentlich brauchen. Was müsste man jetzt persönlich und an der Gesellschaft ändern, um den Energiebedarf zu reduzieren? Ich glaube, also wenn wir es auf einer ganz pragmatischen Ebene herunterbrechen, was der Einzelne tun kann, ist jetzt zuerst einmal die Frage, dass er überhaupt weiß, wofür er diese Energie verbraucht. Und das ist zum Beispiel ein großes Thema, dass wir zwar bis heute in unseren Gesetzen über Heizenergie reden, aber die können Sie nachher nicht mehr feststellen. Weil jegliche Form von Energie, egal in welcher Form, ob Sie das als Strom, als Gas, oder spielt überhaupt keine Rolle, in Ihr Haus einbringen, setzt sich um in Wärme. Das heißt, deswegen finde ich es immer so, es wird auch zum Beispiel überhaupt nicht mehr unterschieden, was Sie zum Betreiben der Technik, die Sie verwenden, für Energie verbrauchen. Also das heißt, wir müssten zuerst einmal anfangen, genauer Bescheid zu wissen, was wir eigentlich konsumieren. Und erst wenn, und aufbauend auf dem, sozusagen werden sich eine ganze Menge an unterschiedlichen Antworten ergeben. Schauen Sie, und ich glaube, das wird dieser ganz einfache Prozess sein, oder? Ähnlich wie wenn die Leute halt wissen mittlerweile, was ihr Auto für Energie verbraucht, sind sie eigentlich immer dazu in der Lage, auch etwas mit etwas weniger auszukommen. Und das ist eigentlich immer der größte Beitrag. Aber die Voraussetzung beim Auto ist einfach, weil sie zahlen es einfach. Oder? Beim Energieverbrauch ist es sehr kompliziert, weil die Energie, die sie verbrauchen, ja nur ein kleiner Prozentsatz dessen ist, was Sie ausgeben. Der Rest steckt in einer aber Sie müssen es ja schon mal verstehen, was Sie überhaupt verbrauchen. Oder? Und dann glaube ich, dass Menschen sehr kreativ sind, auch auf einer ganz persönlichen und individuellen Ebene. Also insofern bin ich jetzt sehr schon mal dafür, um es ganz pragmatisch zu sagen, dass jetzt tatsächlich für die einzelnen Verbräuche in den Wohnungen, dass überhaupt die Messeinrichtungen vorhanden sind, dass man weiß. Das Bewusstsein und Wahrnehmung. Natürlich, oder? Weil ohne Wissen ist es schwierig. Ohne Wissen ergibt man sich in Allgemeinplätzen und Ideologien, die nicht handlungsfähig sind. Mhm. Oder? Und das Zweite ist, oder, dass ich bei den ganzen Bautechnikern etc. Dafür plädiere, dass nur gewisse Software überhaupt erlaubt ist, um Energieberechnungen durchzuführen. Oder? Und die müssen aber dann auch sozusagen entsprechend, da braucht es eine gewisse Entwicklung,
um entsprechende, heute kriegen sie ja immer nur so Allerweltszahlen, wo zum Beispiel Transmissionsverluste und Lüftungsverluste, wo alles sozusagen mit einer, sie haben nie einen Ausweis für die Betriebs. Also ich denke, dass auf dieser Ebene des Wissens die größten Fortschritte zu erzielen sind, weil, und da vertraue ich auf die Menschen unendlich, wenn sie es verstehen, wissen sie durchaus auf einer individuellen Ebene, wie sie ihr Verhalten adaptieren. Eine letzte Frage. Bitte? Eine letzte Frage. Ja, bitte. Eine Botschaft an die Architekten, an die Bauherren. Gibt es irgendeine? An die Architekten ist es ganz einfach. Baut die beste Architektur, die ihr bauen könnt. Es ist der größte Beitrag zur Nachhaltigkeit. Das Zweite an die Bauherren habe auch eine ganz einfache Botschaft. Wenn ihr was baut, denkt nicht an euch, denkt an eure Kinder und eure Kindeskinder. Oder? Und das ist mehr sinnvoll. Super. Vielen lieben Dank für das Gespräch.